So, herzlich willkommen zurück zu Mindclone Folge 51. Nein, was mache ich da? Da. So, da sieht das Haus von Nikolaus. So. Die erste Frage, die ich mir direkt ins Sinn stelle, ist: Wo legen wir am besten unsere Felder an? Ich persönlich würde erstmal sagen, wir droppen einmal hier auf die Ecke Wasser. Dann ist die gesamte Infrastruktur da unten zerstört. Spaß. Nee, aber wir brauchen zumindest. Hier schon eine nice Gegend. Die kann man ruhig noch ein bisschen ausbauen. Das heißt, wir machen hier noch ein bisschen Sand. Hin. So ungefähr. Ja. Jetzt hier ein bisschen lang klettern. Ich feiere gerade diese Skyblock-Atmosphäre gerade ultra. Wenn ihr runterfällt, ist einfach vorbei. Dann kannst du einfach verkackt. So, jetzt können wir nämlich hier Wasser machen. Weißt du was? Ich mache nochmal ganz kurz. Ich mache nochmal ganz kurz. Mache ich mal den da weg. Das da weg. Ach du Kacke. Ja, da fängt es nämlich schon an. Du rufst mich da hin. Dann machen wir da mal Wasser, da mal Wasser. Und haben jetzt hier gleich mal endlos Wasser. Können wir nämlich die beiden einmal gleich wieder auffüllen. Perfekt. Und dann können wir nämlich mit Erde wieder sagen, du kommst zu. Eins, zwei, und du kommst zu. So, machen wir hier ein kleines Feld. Das passt doch dann direkt. Wo ist unsere Hake? Habe ich jetzt in die Kiste gepackt? Ja. Habe ich. So, du kommst mit. Dann machen wir instant unser erstes Feld. Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, wie weit das Feld überhaupt reicht. 3x3 oder 4x4? Egal, es reicht so oder so. So, das heißt, wir brauchen erstmal Getreide, Karotten. Was mache ich hier gerade? Ach, wisst ihr was? Komm, ich mache mal noch eine Ladung Holz. Erde ran. Ich klatsche unser Feld einfach mal ein bisschen größer. Hole die Waldfee. Panikattacken. So. Kommt hier auch nochmal Feld hin. Ich hoffe mal, das wird dann auch mit nass. Ja, klar, muss ja. Muss ja. So, dann können wir nämlich. Kürbissamen haben wir auch, lol. Wir haben aber keine Melonsamen. Und Kürbissamen bringt halt so überhaupt gar nichts. Ganz ehrlich, Kürbis ist wirklich das Letzte, was wir brauchen. Komm, ganz ehrlich hier, wir sind ja Skyblock. Auf Nimmer Wiedersehen. Oh, gefällt mir. Gefällt mir gut. Das gefällt mir. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das heißt, wir haben jeweils 9 Felder. Autsch. Für Kartoffeln und Karotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Yay. Passt doch. Easy. Gut, haben wir schon mal die erste Ladung an Nahrung. Rest kommt erstmal hier rein. Eisen könnte ich gleich mal einmal einschmelzen, ganz ehrlich. Aber wir haben noch gar keinen Ofen. Wir haben noch gar keinen Stein. Ah.
Wo kommen wir hier günstig an Stein ran? Ich persönlich würde ja sagen, einfach weil es sich hier anbietet, werden wir das hier wegschippen. Das hier wegschippen. Hier runtergehen. Und hier unsere Steinmine machen. Und das war dann auch, das war's dann auch schon mit der Schippe. So, das heißt. Na gut, so viel Stein kommt hier gar nicht zusammen. Ist natürlich super. Ups. Damit wäre dann die erste Steinspitzhacke auch schon kaputt. Sehr gut. So, aber wir haben jetzt zumindest genug Cobblestone für einmal Ofen. Den Ofen packe ich einfach. Komm, nee, den packe ich in die Höhle rein. Und zwar hier so. Wo ist unser, wo unsere Kohle? Ah. Wir haben nur 14 mal Kohle, ist ja nicht sehr viel. Komm, ich nehme mal dich nochmal raus. Das ist da unten, sieht auch scheiße aus. Ja, komm. Ich würde dich am liebsten gerne hier irgendwie so. Machen wir den ganzen Steinwert, dann gucke ich mal, wie die Höhle dann am Ende aussieht. Du kommst noch da, du kommst noch da, mal ein bisschen Ordnung geschaffen hier. Okay, also hier unten haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stein. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Okay, also hier können wir auch ordentlich abbauen. Damit haben wir also auch schon mal schön Holz, Erde. Oh, hier kommt bereits die Graslandschaft wieder vor. Das heißt, ich werde mir hier doch wieder zumachen. So. Alter, jetzt haben wir gleich einen komplett. Wisst ihr, da ist das Ding, auf was wir gerade sind, hier sowieso schon so klein. Und ich schüre das Ding jetzt hier unten komplett einmal aus. Ist irgendwie ein bisschen funny. Ist irgendwie ein bisschen süß. So, hell genug ist das hier drin, hoffentlich, dass wir keine Monster spawnen oder ähnliches. Oh. Da kommt auch schon wieder Erde durch. Gras. Das heißt, mache ich wieder zu. So, reicht erstmal. Gut, dann können wir hier wieder hochgehen. Ist schon was gewachsen? Ja, ein bisschen. So, so, unser Ofen. Dann kann der Ofen nämlich hier hin, in die Ecke. Haben wir quasi schon einen natürlichen Wohnraum quasi. Wieder krass durch. Ist ja nicht zu geloben hier. Oh, ein bisschen schön machen hier. Ja, irgendwie so.
Keine Ahnung. Okay. So, dann jetzt hier unsere Kohle rein. Einmal und den Eisen. Aber den Berg werden wir später, früher oder später auch nochmal erkundigen. Ganz ehrlich. Das sieht halt einfach. Oh, da unten. So eine Kante. Sieht aus wie so ein Map-Gen-Fehler. Aber MapGen kann, also MapGen-Fehler kann hier eigentlich nicht der Fall sein. Weil dann müsste der Fehler ja auch irgendwo anders noch ersichtlich sein. Das ist also einfach nur eine Laune des MapGens. So, gut. Wir haben erstmal, brauchen wir eine Axt. Das heißt, wir nehmen mal hier ganz kurz das und das in die Hand. Und haben noch gar kein Eisen. Dankeschön. Dann nehmen wir jetzt mal das und das in die Hand und setzen einmal das da oben rauf. Und schon haben wir eine schöne Axt und können damit jetzt die Bombe unten zu Ende schlagen. Uah, uah! Mami? Mami? Hilfe! 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 Nein! Egal! Komm ich jetzt hier auf? Boah, Alter! Dachte gerade schon, ich hatte sie hier gleich wieder. Easy lemon squeezy. Alter. Oh, schön hier an die Kante stellen, damit das, was hier runter spawnt, direkt zu mir geht. Oh, da ist ein Sapling. Oh, ich hab Angst. Ich hab was große Angst. Okay, wenigstens in die Richtung haben wir schon mal ein bisschen mehr Bewegungssicherheit. Naja, wobei da der Baum auch schon wieder grenzwertig ist. Ach, die Frage ist, wo pflanzen wir die ganzen Bäume denn jetzt wieder an? Achso, ja, das ist natürlich nice. Irgendwie wo. Oh, ein Pilz. Diese Aussicht, ey. Boah. Ist schon nicht schlecht. Okay. Also, alles abgebaut. Oh, und schon sieht es hier wesentlich kahler aus. Ja. Ob ich damit zufrieden bin, weiß ich noch nicht so ganz. Vielleicht werden wir das hier doch noch mal ein bisschen runtersetzen. Ja, mache ich auch. Komm, ganz ehrlich. Dann setze ich dich noch mal dahin. Bam. Und darüber. Du musst da bitte her. So. Jetzt setzen wir doch noch mal die gesamten Berge hier eins oder zwei runter. Bis wohin geht unsere Höhle? Unsere Höhle geht bis auf diese. Was ist denn hier los? Unsere Höhle geht bis auf diese Ebene. Das heißt, nein. Bis auf diese Ebene. Das heißt, diese Ebene hier kann eigentlich komplett weg. Dann machen wir das auch mal.
Perfekt. Ja, ist doch schon gleich viel, viel geräumiger. Dann kommst du jetzt weg. Und dann kommst du jetzt weg. So, die Kiste stellen wir dann gleich mal wieder irgendwo auf. Und zwar am besten hier hinten, so irgendwie so da. Klatsch schon mal dich mal rein, dich mal rein, dich mal rein. Erst ein bisschen was reinklatschen, damit ich hier alles aufsammeln kann. Okay, das war's schon. Sehr schön. So, dann klatschen wir hier nochmal. Das Ding kommt direkt nach da. Ich brauche dann nochmal. Ich mache gleich mal eine Doppelkiste. Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe. So. Gut, also das wichtigste Baumaterial hier oben, Erde, haben wir schon mal ordentlich. Stein haben wir auch. Das heißt, wir sind vielleicht doch gar nicht so verloren. Ist doch schon mal gut, ist doch schon mal schön. So, dann würde man sagen, das hier kommt auch nochmal weg. Bam. Dann ist das hier quasi unsere offizielle Beetebene. So, und hier geht es noch gleichzeitig runter in den Keller. Ist doch gar nicht mal so schlimm. Ist doch gar nicht mal so scheiße. Sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Okay. So, jetzt ist die Frage, bauen wir hier oben eine Hütte drauf oder lassen wir das so offen? Weil ganz ehrlich, offen ist halt ultra langweilig. Ich würde da schon gerne eine Hütte... Oh, Alter. Schon gerne eine Hütte drauf bauen. Und was ich auch noch super gerne machen würde, ist so eine fliegende Insel. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir jetzt quasi sagen, okay, hier so zum Beispiel ist eine Sprungchance. Dann nutzen wir die Sprungchance doch gleich mal aus. Dann machen das hier unten weg. Alter, was ist hier los? Mal vorne zurück. Ja. So, dann nehmen wir hier. Ich sterbe gleich. So, das da weg. Geht er wieder hoch. Und jetzt bauen wir hier so eine fliegende Insel hin, wo wir dann raufspringen können, von hier aus. Weißt du, wie ich meine? Das verleiht dem Ganzen noch den gewissen Kick. Kick, Tactic, Skill, Discount. Ich weiß nur nicht, wie wir das Ganze anfangenderweise machen. Und ja, ich werde das definitiv ohne Flyer machen. Ne? Soll ja ein legit Let's Play sein. Das heißt, wir brauchen dafür, soll eine fliegende Insel sein. Wir brauchen also für die Oberfläche der Insel, brauchen wir ein bisschen Erde. Und als Untergrund würde ich Cleanstone nehmen. Oder aber wir gehen dafür mal hier in unseren Bergwerk rein und nehmen dafür einfach mal hier was von diesem roten Scheiß. Sehr schön, sieht doch schon recht viel geräumiger aus. Wow. Boah, das hat aber auch was. Hier so ein kleines offenes Fenster. Ah ne, so wird's los. So ist es zu dunkel. Die Fackel muss definitiv da bleiben. So. Perfekt.
Hat man hier richtig schön, wenn man hier so reinkommt, so direkt diese, immer noch diese offene Atmosphäre. Ist das geil, Alter. Oh, ist das geil. Das gefreut mir. Gut, hier mit dem 1 Grad Block natürlich, das sieht natürlich ein bisschen scheiße aus. So, ist damit geschlossen. Perfekt. Aber wetten, der wird eh gleich wieder grün. Leck mich. So, sehr schön. Okay, jetzt die Frage. Oh, ich trau mich hier nicht, irgendwas zu machen. Okay. Wir müssen irgendwie erstmal rüberkommen. Und das heißt, wir gucken mal, wie groß das Ding überhaupt sein soll. Ich würde gerne eine Grundfläche haben von, na, ich sag mal, ne, soll eine richtig kleine fliegende Insel sein. Sagen wir einfach mal, wir nehmen Außenkante von 3. Ich guck mal. Also, wir haben eine Außenkante von 3. Dann geht so 1 zurück, hier so 1 zurück und dann wieder 3 in die Richtung. Das heißt, wir haben eine Kantenlänge von 1, 2, 3, 4, 5, also 11. Dementsprechend geht es nach unten hin. Bei 11 Blöcken geht es nach unten hin, also auch 4 nach unten, nee, 5 nach unten. Also das ist die eine Ebene, dann geht es 1 nach unten, 2 nach unten, 3 nach unten, 4 nach unten, genau. Also quasi 4 nach unten. Das heißt, wir müssen hier auch noch 4 nach unten gehen, damit wir da ordentlich ranbauen können. Ich scheiß mir jetzt schon wieder ein. Gott, Alter. Halt, auf welcher Höhe sind wir jetzt überhaupt? Das ist die eine Ebene und dann 4 darunter. 1, 2. Boah, Alter. 1, 2, 3. Nein, das ist 3. Das ist 4. Okay, das heißt, wir müssen auf der Ebene hier. Pff, hab keinen Bock mehr. Hab keinen Bock mehr. Blick nicht mehr durch. Hilfe. Also, das ist die Hauptebene. Da gehen wir eine runter, noch eine runter, noch eine runter und noch eine runter. Also hier auf der Ebene. Sind wir dann quasi. Das wird jetzt hier quasi so eine Art Baugerüst für die schwimmende Insel. Für so lange, bis die schwimmende Insel fertig ist. Oh, wenn ich hier runterfalle, ich bin tot. Ich bin sowas von fucking tot. Ich bin sowas von fucking tot. Okay, aber es müsste jetzt eigentlich schon fast reichen, oder? Also da ist das Ding. Nee. 1, 2, 3. Ich bin noch viel zu weit oben. Ach scheiße, ich hätte noch 1 weiter runter gemusst. Ich muss noch 1 weiter runter. Hä? Das heißt, wir hatten eine Kantenlänge von 11. Also ein Radius von 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine muss noch ran. So, perfekt. Boah, Alter. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier oben, da oben. Das ist die Hauptkante. Dann gehen wir. 1, 2, 3, 4 runter. Das heißt, hier müsste es dann der erste Block sein. Richtig? Gehen wir hier.
hier. Nee, es haut nicht hin. Ich weiß nicht was, aber irgendwas haut da nicht hin. So, wisst ihr was? Wir machen uns mal hier eine Bautreppe. Ich werde so hart sterben. Hier machen wir uns mal eine Bautreppe. So, komm ich wieder hoch. Komm. Das haut doch gar nicht hin. Das haut doch gar nicht hin, ja. Ups. Habe ich mich hier verrechnet? Oder? Doch, haut hin. Nee, haut nicht hin. Gut, oder wir müssen halt wirklich drauf springen. Aber das Problem ist halt, der Radius ist ja nicht so klein. Jetzt haben wir gerade mal einen Radius von 4. Ich wollte aber einen Radius von 5 haben. Gut, das macht das Ganze nicht allzu schlimm. Dann kommst du auf jeden Fall weg. Da, wo unten der Ding ist, müsste dann noch einer ran. Muss aber nicht unbedingt, sondern wir können es einfach so direkt so machen. Dann haben wir unten auch so einen etwas weiteren Abschluss. Das dürfte noch besser aussehen insgesamt. So, das heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Oh, Alter. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst hoch. Du kommst weg. Holy fuck. Nein. Gut, hier mache ich das mal andersrum. Hier gehe ich mal. Genau, hier ist unsere Treppe. Das heißt, das hier muss. Ach du Gott. Offen bleiben. Holy shit, Alter. Wenn man sich selber den Boden unter die Füßen weggräbt. Wisst ihr was? Ich lasse das hier einfach mal so direkt. Ich lasse das hier einfach mal unten direkt so. Dann wird das quasi hier noch so als kleine, naja, Fallzone, sag ich jetzt mal. Als Fallbeispiel. Okay, dann geht das hier ran. Dann müsste das nach da. Okay. Das heißt, ich muss jetzt darauf springen. Dann geht jetzt hier wieder eins runter. Einmal darauf. Dann kommt jetzt hierauf die nächste Stufe. Die müsste ich dann quasi so machen. Darauf kommt jetzt die nächste Stufe. Die wird dann so gehen. Alter. Jetzt kommt die nächste Ebene. Hä, Moment mal, was willst du? Irgendwas ist hier falsch. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist jetzt hier gerade falsch. Ja. Ich hab falsch. Das heißt, ich muss hier nochmal wegbauen. Eigentlich müsste ich mich hier jetzt schon ranbauen. Das heißt, ich brauche. Da und hier ein Block. Oh Gott, Alter.
warte nur darauf, dass ich runterfalle. Ich schwöre, ich warte nur darauf, dass ich runterfalle. Wo ist die Mitte? Wo ist die Mitte? Wo ist die verfickte Mitte? Die verfickte Mitte ist genau unter mir? Warum ist die Mitte unter mir? Warum ist die Mitte unter mir? Stimmt das? Ah, scheint zu stimmen. Nein. Okay. So, unter mir dürfte jetzt nichts mehr kommen. Genau. Ich komme nicht mehr weg. Ich bin hier gefickt. Okay, dann noch lang, Viertelstunde so rum. Ist der sicherste Ort, um ein Spiel zu verlassen.